Als Schüler Geld verdienen. Dieser Wunsch ist natürlich weit verbreitet, denn meistens ist das Geld knapp und die Liste an Wünschen lang. Leider ist es gar nicht so einfach, etwas zu finden, denn viele Nebenjobs sind ab 16 oder gar ab 18 Jahren. Deshalb stelle ich in diesem Video 5 gute Methoden vor, wie du schon ab 14 Jahren Geld verdienen kannst. Viel Spaß! Bereit zum Durchstarten? Gegen Ende des Videos sehen wir uns noch ein paar Methoden an, die in einer Grauzone sind. Vielleicht kriegst du dort dann noch ein paar weitere gute Anregungen. Bleib also unbedingt bis zum Ende dabei, jetzt aber zu den 5 Methoden. Reselling. Meinen ersten selbstfinanzierten Urlaub habe ich mir mit dieser Methode zusammengespart. Sie ist relativ simpel und trotzdem machen das nur sehr wenige Leute. Insbesondere auf Flohmärkten, Garagenverkäufen oder Haushaltsauflösungen werden Dinge häufig unter ihrem eigentlichen Wert verkauft. Das liegt daran, dass manche Menschen vor allem ihr Zeug einfach loswerden wollen und nicht erst recherchieren möchten, was ein Gegenstand eigentlich wert ist. Das kannst du dir zunutze machen und nach Dingen suchen, die zu günstig abgegeben werden und sie anschließend teurer wieder verkaufen. Zum Verkaufen eignet sich dann eBay besonders gut. Umso besser du dich in einem bestimmten Bereich auskennst, desto einfacher ist es für dich, die kleinen Schätze zu finden. Bei mir ist das schon einige Jahre her, ich habe aber damals immer nach Sony Walkman gesucht und diese meistens für 1 bis 2 Euro auf dem Flohmarkt gekauft und sie auf eBay jeweils für 10 bis 20 Euro wieder verkauft. Das ist eine tolle Gewinnspanne. Auch viel Glück hatte ich häufig mit Markenklamotten, mit Rucksäcken, mit Plüschtieren, zum Beispiel Snoopy oder Schlümpfe, und auch mit Actionfiguren. Hierbei ist es wichtig, dass du nicht einfach irgendetwas auf gut Glück kaufst, sondern dass du dich damit wirklich auseinandersetzt und im Zweifelsfall auf deinem Handy checkst, wie hoch der wahrscheinliche Verkaufspreis für den Gegenstand sein wird, bevor du dich zu einem Kauf entscheidest. Behalte aber bitte im Hinterkopf, du darfst es hier nicht übertreiben, sonst kommst du schnell in den gewerblichen Bereich und musst auf deine Gewinne Steuern zahlen. Aber wenn du dir 30 Euro im Monat dazu verdienst, wird das wohl keinen wirklich interessieren. Allerdings bin ich kein Rechts- oder Steuerfachmann. Im Zweifelsfall wende dich bitte entsprechend an einen Profi. Bezahlte Umfragen. Viele bezahlte Umfragen lohnen sich wenig bis gar nicht. Bei anderen ist es ganz in Ordnung. Auf keinen Fall darfst du aber Wunderdinge von Umfrageseiten erwarten. Ein kleines Zubrot von monatlich 10, 20 oder auch 30 Euro sind aber bei manchen Seiten durchaus drin. Hierbei nimmst du an Umfragen zu Marktforschungszwecken teil und beantwortest online eine Reihe von Fragen. Dafür bekommst du dann eine Vergütung. Diese liegt in der Regel irgendwo zwischen 20 Cent und 3 Euro pro Umfrage. In seltenen Fällen gibt es sogar Dinge wie Live-Interviews, für die du dann für ca. 45 Minuten Aufwand 30 bis 40 Euro erhältst. Das ist aber eher die Seltenheit. Wenn du nur ein kleines zusätzliches Taschengeld brauchst oder die bezahlten Umfragen als Ergänzung zu einer anderen Methode nutzt, kann das Ganze durchaus interessant sein. Meine zwei Favoriten sind dabei Insider Club und Swagbucks. Beide Seiten verlinke ich dir unter dem Video als obersten Kommentar. Nachhilfe geben, nicht nur in Schulfächern. Wenn es etwas gibt, worin du talentiert bist, dann kannst du dich darin versuchen, es zu unterrichten bzw. Nachhilfe zu geben. Das können natürlich klassische Schulfächer sein wie Englisch, Deutsch oder Mathe. Darauf muss es sich aber nicht beschränken, denn das sind nicht die einzigen Dinge, die Menschen lernen wollen und wofür sie bereit sind, Geld zu bezahlen. Wie wäre es etwa mit Gitarre spielen oder Türkisch lernen? Oder kannst du vielleicht eine Programmiersprache? Fast jede Fähigkeit ist für irgendwen interessant und kann gegen Geld vermittelt werden. Wenn du Nachhilfe bzw. Unterricht anbieten möchtest, kannst du zum Beispiel einen Aushang in der Schule machen. Darüber hinaus kann es aber besonders interessant sein, online kostenlos ein Inserat zu veröffentlichen, zum Beispiel über eBay Kleinanzeigen oder Quokka. So sehen nämlich noch viel mehr Menschen dein Angebot. Bitte denk daran, Unterricht ist etwas sehr Persönliches, verrate also in deinem Inserat etwas über dich, schreibe ein paar nette Worte und was dich qualifiziert, diese Fähigkeiten zu unterrichten. Auch ein sauberes und professionelles Foto von dir schafft Vertrauen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Job bekommst. Geh anderen zur Hand. Fehlende Zeit und körperliche Einschränkungen sind ein großes Problem für viele Menschen. Deshalb ist das Schleppen von schweren Einkaufstüten, das Erledigen von anstrengender Gartenarbeit oder auch das regelmäßige Ausführen des Hundes für viele Menschen etwas sehr Unangenehmes. Besonders häufig trifft das natürlich auf Senioren zu.
Und genau deshalb sind auch viele Menschen für eine helfende Hand in diesen Bereichen besonders dankbar. Eine der wichtigsten Sachen, die du dabei lernen musst, versetzt dich in deinen potenziellen Auftraggeber. Wenn du etwas anzubieten hast, musst du es den Leuten schmackhaft machen. Sie geben dir nicht ihr Geld, weil du zu wenig davon hast, sondern deshalb, weil sie sich einen ganz konkreten Nutzen davon erhoffen. Ein kleines Beispiel. Du machst einen Aushang in einem Supermarkt und bietest dich als Einkaufshilfe an. Dann schreibst du nicht etwa, ich biete eine Einkaufshilfe, kostet 5 Euro, sondern vielmehr zum Beispiel, sind die Einkäufe schon wieder so schwer? Haben sie eigentlich gar keine Zeit zum Supermarkt zu gehen? Ich übernehme diese Aufgaben zuverlässig und gerne für Sie. Und das zu einem äußerst fairen Preis. Melden Sie sich gerne telefonisch bei mir unter 01234 und so weiter. Und wir besprechen die Details. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Andreas. Das gleiche System gilt natürlich auch für die anderen Arten von Hilfe, die du anbieten kannst. Versuche Aushänge dort anzubringen, wo sie auch genau von den Leuten gesehen werden, denen du etwas anbieten willst. Auch kannst du Menschen ganz direkt ansprechen, wenn du dafür den Mut aufbringen kannst. Leute, die gerade Gassi gehen, Menschen, die gestresst und verschwitzt im Garten stehen und den Rasen mähen, ältere Leute, die sich mit den Einkaufstüten über den Parkplatz quälen. Wenn du anderen Menschen zur Hand gehst, kannst du damit nicht nur dein Taschengeld aufbessern, sondern hast auch ein gutes Gefühl, weil du jemanden wirklich unterstützt hast. Jobplattformen. Es gibt ein paar wenige Jobplattformen im Internet, die vor allem auf Schüler ausgerichtet sind. Hier sind zwar nicht alle Jobs auch wirklich ab 14, sondern viele erst ab 15 oder 16, dafür sind da aber regelmäßig wirklich interessante Jobs dabei. Auf die Schnelle habe ich zum Beispiel bei mir in der Nähe die folgenden drei Jobs für Schüler gefunden. Fotograf auf dem Weihnachtsmarkt ab 15 Jahren, Ferienbetreuung für Schüler ab 16 Jahren oder das Schneiden von Videos für einen YouTube-Kanal ab 15 Jahren und zwar inklusive Anlernen. Ich denke, bei Jobs dieser Art muss man mit seiner Bewerbung relativ schnell sein und sich dabei auch wirklich Mühe geben. Dafür hat man hier aber auch als Schüler die Möglichkeit, an ungewöhnliche und interessante Jobs zu kommen, die es nicht überall gibt. Von daher unbedingt einen Blick wert. Die Plattform, auf der diese Jobs waren, ist schülerjobs.de. Ich verlinke die Seite unter dem Video. Die große Grauzone. Bevor wir uns jetzt in die Grauzone bewegen, muss ich nochmal ganz klipp und klar sagen, ich bin kein Rechts- und auch kein Steuerexperte. Das, was ich jetzt sage, sind nur ein paar Grundüberlegungen. Bitte besprich das Ganze unbedingt mit deinen Eltern und holt euch gemeinsam gegebenenfalls Rechts- und Steuerrat ein, um keinen Ärger zu kriegen. Worum geht's also? Auf vielen Webseiten und bei Plattformen, mit denen sich Geld verdienen lässt, ist eine Registrierung erst mit 18 Jahren möglich. Jetzt ist aber die große Frage. Bedeutet das auch zwangsläufig, dass du diese erst mit 18 Jahren nutzen kannst? Oder kann vielleicht dein Vater oder deine Mutter sich registrieren und dir stellvertretend erlauben, die entsprechenden Dienste zu nutzen und damit Geld zu verdienen? Was würde dafür denn zum Beispiel in Frage kommen? Du könntest zum Beispiel auf textbroker.de für Auftraggeber Texte zu Themen schreiben, mit denen du dich auskennst. Auf fiverr.com kannst du fast x-beliebige digitale Angebote erstellen. Zum Beispiel auch wiederum Texte schreiben, Bildbearbeitung mit Photoshop, Videos schneiden, Logos designen und vieles mehr. Wenn es in deiner Stadt Uber Eats gibt, könntest du zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Fahrrad Essen ausliefern, das bei dir in der Nähe bestellt wird. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere solcher Plattformen. Einige davon kennst du vielleicht selbst schon, hast sie aber kategorisch ausgeschlossen, weil sie ab 18 Jahren sind. Wie es sich hier rechtlich verhält und ob dann eventuell der Elternteil von dir, der dich registriert hat, auch Steuern auf deine Einnahmen abführen muss, das solltet ihr entsprechend unbedingt noch gemeinsam in Erfahrung bringen. Im Zweifelsfall bleiben dir ja aber auf jeden Fall die 5 Methoden, mit denen wir ins Video eingestiegen sind. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg und natürlich ein ordentlich aufgebessertes Taschengeld. Schick das Video auch unbedingt noch einen Freund oder Klassenkamerad, wenn es dir geholfen hat. Lass ein Abo da und drück auf das Glöckchen, um in Zukunft noch mehr Ideen zum Geldverdienen zu sehen. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.